So, das hier ein bisschen dicker machen. Können wir es mal ein bisschen größer schalten, dann kriegen wir es schneller gefüllt. Nein! Was macht er denn? So, dann haben wir das hier als Campusgelände vorgesehen. Das ist ein Riesen-Campusgelände, ist schon fast zu groß. Im Campusgelände brauchen wir jetzt erstmal ein paar Wege und Straßen, an die wir dann irgendwas ranbauen können. Ohne wird's bitter. Ich würde sagen, die Einfahrt machen wir von hier. Machen wir mal eine relativ gerade Einfahrt. Bauen wir noch eine zweite. You're listening to Piano Tunes Radio with me, your host Kina. Stay tuned. Wurst, das ist wieder ausgeschaltet. Das brauche ich beim Straßenbau und das ist wieder ausgeschaltet. Jo. Machen wir erstmal hier eine Durchfahrt mitten ins Campusgelände. Dann brauchen wir sowas wie ein Hauptgebäude, also wo wir das platzieren können. Das gibt mir gerade zu denken, wo wir das hinmachen. Bräuchte ich ein bisschen gerader. Machen wir es mal so und dann können wir den Kram hoffentlich da irgendwie drauf puzzeln. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier ein Uni-Hauptgebäude finden. Da haben wir schon eins. Die ganze Stadt freut sich. Das brauchen wir Universität Schlafsäle. Jetzt ist die große Frage, Universität Schlafsäle, müssen die an Fußwege oder müssen die an Straßen? Die können an Straßen ran, können die auch an Universitätsfußwege ran? Und natürlich mussten sie wieder den Boden transformieren. Das ist die Bodentransformation von diesem Spiel. Du setzt ein Gebäude hier hin, das interessiert das gar nicht. Das wird einfach platt gemacht. Hier guckt es in die Höhe und da wird es in den Boden reingeschnitten. Vorher kletten müssen. So geht denn das nicht.
den halben Hügel hier abtragen. Passt aber irgendwie nicht. Warum nicht? Wir wollen auf die Höhe der Universität. Stopp mal, der akzeptiert das nicht. Gelände einebnen. Das hier suche ich. Ich habe die falsche Taste benutzt. So. Ja, Mahlzeit, Drachenstein. Ja, das ist jetzt das Blöde. Ich kann mit diesen Tools nicht umgehen. Ich kann machen, was ich will. Ich komme mit diesem Tool nicht zurecht. Also wenn ich das auf die Höhe von diesen Wegen hier haben will, muss ich doch theoretisch diesen Weg hier anklicken. Dann müsste der Rest auf die gleiche Höhe kommen. Dann frage ich mich, warum das hier so in der Höhe steht. Und, Der Weg ist schon schief. Es funktioniert nicht, wie ich will. Mal gucken, ob wir es irgendwie grob hinkriegen. Muss ja nicht perfekt sein. Time with Kina. Let's dive right into our first letter. Our pick of the day comes from Sugar Heart 1. I try to keep my heart open to love, but sometimes I feel a little empty inside. What if I never find a soulmate to replenish my spiritual... Ich krieg das auch nicht mehr gesenkt. Ich kann nur den Rest anheben. The search can be a little daunting, but love does have a way. You could bump into your Mr. Right the very next time you go for coffee. Maybe you'll just happen to spill your latte on that cute guy as he enters the store. Or he might just send you his dry cleaning bill. Ich kämpfe wieder mit dem Terrain. But it might be him next time. Formungstool. Damit kann ich irgendwie noch nicht umgehen. Thank you for your question. Now let's get back to those piano tunes. Hallo Erzengel. Moinsen. Holy moly. So, wie kriege ich denn das jetzt glatt? Nicht eben, glatt. Bisschen smoother, dass das hier ein bisschen grüner ist und nicht so komisch. Felsig braun. Ja, hier noch nicht im Hochgebirge. Das ist halt echt störend. Na gut, es ist so, wir müssen durch. Mal gucken, was wir hinkriegen. Parkwege. Wo waren die Parkwege? Wo waren die Universitätswege? Bei der Universität, ja. Es will nicht, wie ich will. Ich glaube, wir kriegen es noch hin, was ich will. Mach mal anders. Ziehen das hier mal länger, holen das hier mal hier rüber und nehmen dann das Überstehende hier weg. Dann haben wir es irgendwie grob hingekriegt.
Haben wir hier irgendwo eine Mitte? Bin mir da irgendwie nicht so sicher. Geht einfach nicht, wie ich will. Okay, wir bauen um. Das ist keine Mitte. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie schief und krumm. Weil das schon irgendwie schief und krumm ist, glaube ich. Ich glaube, das ist von Anfang an alles schief und krumm hier. Ach Gott. Ja. Geht nicht. Der Kampf mit den Wegen und den Straßentools in City Skylines. Ja. Das ist nämlich das Problem. Das hat keine richtige Mitte. Ich bin links oder rechts davon, die Mitte wäre genau hier drin. Darf nicht reinsnappen, aber es snappt. Moinsen, Icker. Das ist jetzt gerade. Ich bin mir da immer noch nicht so sicher, ob das gerade ist. Also es sieht schief und krumm aus, wenn ich ehrlich bin. Und dann hat es noch unterschiedliche Höhen. Ja. Du kommst nicht hin, was ich gerne machen würde. Es ist crazy, dass ich das nicht hinkriege. Es wird immer wieder mit jeder Sache, die er mir anzeigt, wird es wieder krumm und schief. Wo habe ich meinen Denkfehler? Wo geht der Blödsinn los? Krumm und schief kommt schon von den Ansätzen hier raus, weil das alles nicht gerade ist. Glaube ich zumindest. Weil das ist ja auch nicht gerade. Alter, es darf nicht wahr sein.
Wieso ist das alles so krumm? Alles nur wegen Steigungen, Hügeln? Ey, ich baue voll ins hügelige Terrain rein. Brauche ich mich nicht wundern. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es ganz anders. This is Kina, and you're listening to Piano Tunes Radio. Thanks for joining us today. Geht aber auch nicht, wenn du versuchst, das irgendwie rauszukriegen, so ein ganz klein wenig. Es will nicht. We leave behind don't think we're jerks. That's where Final Insurance comes in. We Damit, provide peace of mind for when you rest in peace. For a small monthly sum, you can spend your final years knowing that Final Insurance has everything taken care of. Namen Kentucky, Straight Bourbon. Ja, das kann auch sein, wegen der Höhenunterschiede. Also ich sag ja, das, in diese hügelige Landschaft das reinbauen zu wollen, ist halt schon ein großer Hügel. Macht's halt nicht einfacher. Probier's mal anders. Mal gucken, was das macht. So, was ich nämlich gerne mal testen würde, ist, kann ich da, es geht. Das geht. Man, wir haben hier Platz ohne Ende für die Uni. Muss nicht alles hier hin. Problem ist, dass die Straßen, also das hier die zum Beispiel, durch die ganzen Höhen- und Tiefenunterschiede am Schluss halt leichte Probleme macht. Das ist definitiv, hat das nichts mit dem, mit den Höhenunterschieden zu tun. Das ist einfach. Wie wollte ich es jetzt machen? Auch egal. So, wir gehen hier rüber. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Parksachen an. Ich hätte gern einen Brunnen. Finden wir den Brunnen. Da ist ein Brunnen. Ist der groß? Das ist zu klein. Immer noch zu klein. Gibt es keinen größeren Brunnen? Oh, ich glaube, vor meiner Haustür geht gerade die Welt unter. Dann benutzen wir den hier. So, was haben wir hier so für Gebäude? Universitätshausmeisterei. Die könnten wir mal hier an die Seite der Universität bauen. An die Seite vom Eingang. Ganz, ganz wichtig. Dann haben wir hier einen Futsal-Club. Das ist eher studentischer Sport.
Hörsäle. Schlafsäle. Hörsäle gehören definitiv ans Unigelände ran. Da würde ich sagen, machen wir mal hier vier Hörsäle hin. Und dann würde ich die studentischen Schlafsäle, die würde ich dann mehr so an eine Mischung aus Fußweg und Straße bauen, glaube ich. Tja, ich mag. Alter, wie hat's denn hier im Boden zerrissen? Das ist jetzt nicht denen ihr Ernst, wie kacke sieht denn das aus? Ich hasse es. Ich würde es am liebsten komplett abreißen, nur wegen dem. Aber was will man machen? Was, du könntest die Erde-Verfügbarkeit in den Optionen deaktivieren, dann hättest du es vielleicht leichter. Wie meinst du, dass die da nicht aufschütten oder was? Wenn man von weiter weg guckt, sieht es ja okay aus. Das Problem ist, wenn du halt nah dran bist und die Kanten siehst. Also ich kenne die Option nicht, die du gerade beschrieben hast, Dyke. Bin ich ehrlich. Ja, es ist ja eigentlich nicht verkehrt, aber ich finde halt, wie soll ich das erklären? Das ist die Treppe. Und wie kommt man zur Treppe? Das sieht einfach scheiße aus. Das ist das Problem. Da müsst ihr hinten eher in den Boden reinschneiden, als hier vorne irgendwie anzuheben. Wo sollen das sein in den Optionen? Weit entfernter Symbole, Parkgebiet. Seht da nichts von auffüllen.
Nee. Ich sehe da nichts. Ja, kletten will ich es eigentlich nicht, weil ich ja mit der Landschaft bauen will, wenn es geht. Problem ist nur, also ich hätte wenigstens gern, dass die Treppen auf dem Boden sind, dass die Studenten auch da reingehen können, ohne dass sie einen Lift brauchen. Selbst hier ist es nicht wirklich am Boden. Jetzt hat er das hier draufgesetzt und hinten angehoben. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Warum der jetzt alles anhebt, warum er nicht hier vorne sagt, das hier muss an die Straße und den Rest senke ich ab. Warum muss der hier noch was anheben? Wir sind doch schon im Hügel drin. Das ist die Logik, die ich nicht verstehe hier drin. Sogar mal genug Geld, brauche ich mir da keine Sorgen machen. Im Straßenbaumenü was ändern? Was soll ich im Straßenbaumenü ändern? Jetzt verwirrt ihr mich komplett. Ja, das sind die Straßenanhebungsschritte, wenn ich die Hoch-Runter-Taste benutze. Hat ja aber nichts damit zu tun, ob ich hier ein Gebäude anbaue. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Und der macht dann einen Eingang hier so hoch. Genau das wollte ich nicht, dass ich jetzt anfange, den Hügel abzutragen wegen dem Gebäude. So, sind wir mal gespannt, was er jetzt macht. Nicht wirklich perfekt, aber besser wie vorher. Es will nicht, wie ich will. So viel steht fest. In meiner Vorstellung sah es viel geiler aus. Ja, es sind zumindest keine Türme mehr. Namt Racefire. Wir leben wieder nach dem Motto, nicht schön, aber selten. So, ich glaube, hier, wo es flacher ist, bauen wir dann die Wohnheime hin.
die wir aus einer Kombination aus Straßen und Wegen bauen hier. Ich mach mal eine Straße bis hier rein. Dann führen wir mal den Weg hier rüber. Können wir das hier eventuell sogar noch verbinden? Okay, auch das will in eine Biegung, warum auch immer. Leben wir einfach mit. Ich muss einfach mitleben. Kann es jetzt auch nicht erzwingen.